Einen wunderschönen guten Morgen, Leute. Der Morgen ist einfach dreifach gut, denn heute ist ein ganz besonderer Tag. Es ist der letzte Freitag vor Weihnachten und am letzten Freitag vor Weihnachten, halt da mal die Schnauze da hinten, ist für uns immer ein traditioneller Tag, denn an diesem Tag gucken wir Kevin allein zu Hause. Das hat sich bei uns in den letzten 5 Jahren eingeschlichen. Das ist unsere Weihnachtstradition, damit wir wenigstens ein Stückchen Weihnachten haben, weil wir schwitzen uns hier den Arsch ab, so wirklich Weihnachtsstimmung kommt hier nicht auf. Ziehen wir uns einfach heute Kevin allein zu Hause rein. Außerdem haben wir eine Spende bekommen von Marcin. 10 Euro, super cool, vielen Dank, hast schon mal 5 Euro gespendet. Für dich gibt's einen Platz ganz tief in meinem Herzen. Und dann habe ich ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk bekommen von Jeffrey. Eigentlich wollte ich Annika nämlich beschwatzen, dass ja Weihnachten ist und ich mir ja selber quasi The Binding of Isaac Afterbirth schenken kann. Aber Jeffrey ist mir zuvor gekommen und hat mir einfach die Nacht über, ich bin heute Morgen aufgewacht und habe dann die Mail von ihm bekommen, hat mir einfach Afterbirth geschenkt. So cool, vielen Dank. Das ist natürlich jetzt ein bisschen gefährlich, weil ich wollte ja eigentlich noch ein bisschen CSS und PHP und HTML lernen. Aber jetzt ist da dieses geile Spiel auf meinem Laptop, was ich unbedingt spielen will. Bisschen gefährlich, okay. Was steht heute an? Wir wollten heute vielleicht nach Canggu. Allerdings bin ich gerade am gucken und da gibt es nicht so viel, was man da machen kann. Aber da kann man surfen lernen. Das heißt, das wäre eigentlich eine gute Idee, um eure Spenden zu reinvestieren in einen Surfkurs. Und dann kann man da bestimmt ein geiles Video draus machen. Um perfekt vorbereitet für Kevin allein zu Hause zu sein, müssen wir noch ein paar Dinge besorgen. Und wir haben ja von Magdalena noch diese Spende bekommen für den Kuchen. Und jetzt sind wir, haben keine Kosten und Mühen gescheut, sind hier ewig weit gefahren bis zu diesem anderen Koko-Supermarkt und werden uns jetzt hier einen Kuchen besorgen. Ein fetter Honeymoon-Kuchen, Alter. Magdalena, super cool, vielen Dank. Schatz, sag doch auch mal Danke. Danke. Honeymoon passt nicht mehr so. Warum? Das ist doch unser großer Honeymoon. Wir sind doch seit Januar auf Honeymoon quasi, mehr oder weniger. Ja, wir haben bald Honeymoon-Tag. Ja, am 12. Januar. Geil, der macht uns sogar extra noch frische Erdbeeren und frische Kirschen drauf, weil die waren schon so ein bisschen vertrocknet. Wisst ihr, manchmal fühle ich mich als Vlogger so dämlich. Vor allen Dingen in solchen Situationen, wo ich einfach im Supermarkt stehe mit der Kamera und jeder guckt dich einfach nur super doof an. Und dann noch laut zu sprechen dabei ist so ein unangenehmes Gefühl. Ich meine, macht das mal. Stellt euch mal mit einer Kamera in Aldi und redet dann in die Kamera rein. Da werdet ihr wissen, was ich meine. Wie dem auch sei, wir suchen jetzt noch Crunchips, weil zu Kevin allein zu Hause gehören eigentlich Crunchips. Aber die haben die hier nicht. Die haben die scheinbar nur bei uns im Kokomart. Jetzt überlegen wir, nehmen wir uns die geilen Lays mit, die wir auf den Gili-Inseln immer gefressen haben. Weil die sind nämlich auch verdammt lecker. Oder fahren wir noch woanders hin und versuchen uns noch eine Packung Crunchips zu holen. Ihr seht, es sind die Lay-Chips geworden. Chips, Kuchen und Cola. Ich glaube, das wird heute ein sehr ungesunder Tag. Da haben wir nachher bestimmt Bauchschmerzen. Ich habe gerade erfahren, dass wir den Film erst heute Abend gucken. Aber Kuchen kann man ja schon mal anschneiden, oder? Hier ist das gute Ding. Uhuhu. Alter, guckt euch den an. Ist der geil, wa? Der sieht aber mächtig aus. Mächtig geil. Schau mal, so sieht der von innen aus. So eine fette Schicht Creme, Schokolade, noch mehr Creme, Streuseln. Alter, geil. Die scheiß Klappe von der Legeria ist schon wieder halb zu. Scheiß Legeria. Minderwertig verarbeitete Canon-Kacke. So, Schatzdesigner, komm mal her. Jetzt machen wir einen ultimativen Geschmackstest. Alter, der sieht schon so geil aus. Boah, der ist auch richtig geil. Ich glaube, ein so ein Stück deckt schon den Tagesbedarf eines Erwachsenen an Zucker und Kilokalorien. Aber egal. Heute ist Weihnachten. Verfrühtes Weihnachtsgeschenk bekommen. Richtig geiles. Es gibt Kevin allein zu Hause, ja auch irgendwo Weihnachten. Und einen fetten Kuchen. Also mehr Weihnachten geht doch gar nicht. Müssen wir gleich noch zu dem einen Supermarkt fahren, wo der Weihnachtsbaum steht. Jetzt mal dann irgendwie Geschenke darunter legen. Und den Kuchen darunter stellen. So, oh, Geschenke. Boah, Leute, das Ding ist so mächtig. Ich habe das halbe Stück jetzt gegessen und ich bin schon, ich sag mal, ziemlich voll.
Euch dürfte ja mittlerweile klar sein, dass wir heute nicht mehr nach Canggu fahren, aber ich habe Leute bei der Surfschule angeschrieben. Wir machen uns jetzt Mittagessen und Leute, es ist so windig. Schaut mal, diese riesen Rollos werden hier einfach vom Wind so hin und her gejagt. Das Ding hing eben irgendwo hier so. Guck mal, ja, da kommt's schon wieder. Ich hoffe, ich kann jetzt überhaupt kochen, weil wenn es so windig ist, dann ist die Gasflamme immer so ein bisschen am Flackern. Jawohl, jetzt stürmt sich nur noch wie bekloppt. Nein, es hat auch noch angefangen zu regnen. Und durch den Wind ist es einfach viel zu schwach. Das Gemüse brutzelt gar nicht richtig. Scheiße. Ja, so, ne? Hat dann doch noch geklappt. Hat auch nur doppelt so lange gedauert wie sonst üblich, weil es einfach nicht angefangen hat zu kochen. Aber hey, dann gibt es heute wenigstens etwas Gesundes auf dem Tisch. Mit einer richtig gesunden Coke dazu. Circa 2 Stunden Isaac später, Zeit für die nächste Runde Kuchen. Heute wird so ein richtig geiler Fressen-Zocktag. Wobei, ich lerne jetzt noch CSS. Weil was Neues lernen ist immer gut. Alter, also ich glaube, so stark wie heute hat es noch nie geregnet hier auf Bali. Also mindestens seit wir hier sind. Das Internet ist auch ausgefallen, was echt schlecht ist, weil ich gerade was nachgucken wollte wegen CSS. Jetzt kann ich das nicht. Scheiße. So, genug gelernt für heute. Jetzt beginnt der Weihnachtsbrauch. Sag mal, habt ihr eigentlich auch irgendwelche Bräuche, Angewohnheiten, die ihr immer so um die Weihnachtszeit rum erledigt? Mal abgesehen von Sachen verschenken und so. Schreibt es mal in die Kommentare. Würde mich mal interessieren, was ihr so macht. Aber wir gönnen uns jetzt auf jeden Fall Kevin allein zu Hause mit einer geilen Tüte Chips. Ast rein. Und Kuchen Nummer 3. Eigentlich schon echt pervers, aber trotzdem so lecker. Danke, Bas. Danke. So, Kevins Familie ist wieder zu Hause, alle sind wieder happy. War cool, den Film mal wieder zu gucken, obwohl wir den jedes Jahr gucken. Aber hey, es ist Weihnachten. So Leute, das war's aber auch für heute von unserer Seite. Morgen gehen wir auf einen coolen Wanderweg, falls das Wetter es zulassen sollte. Also, seid gespannt, lasst ein Däumchen da und schaltet morgen wieder ein. Ciao!